Servus zusammen, salve a tutti. Es ist Mittwochabend, 10. April. Wir haben 17.25 Uhr. Ich bin ein bisschen früher heute, denn ich habe wahnsinnig viel zu tun. Zum einen finalisieren wir jetzt diese Geschichte hier. Das ist dieses Börse im Team. Da kann man sich auch schon mal so wenigstens anmelden hier bei börse-im-team.de. Das sind meine Kollegen und ich, die diese Ausbildungsplattform aufbauen. Und da drehen wir momentan sehr viel Filme. Also das ist sehr, sehr zeitintensiv. Das ist das eine. Und zum Zweiten, es ist ja bald wieder die Invest. Und am Freitag, den 26. bin ich da und mache zusammen mit der HSBC, das ist mit dem Matthias Hüppe, dem Michael Proffe und wieder mit dem Lars Erichsen, das hatten wir letztes Jahr auch gemacht, machen wir da um 10 Uhr in diesem Raum hier, C51, 52, machen wir dann so eine Frage-Antwort-Runde. Auch das muss vorbereitet sein. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Ihr seht vor euch den Stundenchart, mit dem möchte ich heute anfangen. Es ist eine absolut perfekte Korrektur. Auf die gehen wir gleich hin, längere Bewegung. Wir haben hier, also nochmal, das ist Stunde hier, wir haben hier ein ganz klares A, B, C, B, C, B, C und haben sogar schon ein neues B gemacht. Das Wichtige an diesem Chart ist, diese schnellen Bewegungen, denen folgt hier eine langsame Aufwärtsbewegung bis ein bisschen mehr zum 61er-Tracement. Eine schnelle Bewegung, eine etwas schnellere Aufwärtsbewegung wieder bis zum 61er von dieser Bewegung. Dann kommt wieder eine relativ schnelle Bewegung und die wird ein bisschen schneller abgearbeitet nach oben. Auch hier 61er von dieser Bewegung. Und die war heute, da waren wir also unter 18.000 glatt, waren wir drunter, ich glaube 18.973, irgendwo da war das Low. Und das ist jetzt das erste Mal auffallend, schaut euch mal diese beiden Kerzen hier an, auf Stundensicht, die sind wesentlich schneller als alles, was wir hier hatten oder hier hatten oder hier hatten. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass da jetzt doch erheblich mehr Shorts zugemacht wurden, die vielleicht irgendwo hier oben, wo auch immer eingegangen wurden, mit dem Ziel unter 18.000. Die haben sie jetzt zugemacht. Das heißt, der Markt bereinigt sich. Und diese Bewegung hier, die habe ich nicht mitgemacht. Ich habe die alle nach unten mitgemacht, aber fast auf den Punkt getroffen. Aber die habe ich nicht mitgemacht, weil das war mir zu schnell. Aber trotzdem, auch die hier, dieser Punkt ist nichts anderes als fast punktgenau das 61er von dieser Bewegung hier. Fibo works. Ja, bei der war ich jetzt nicht dabei. Ich habe also auch unter 18.000, ich sag mal 99% meiner Shorts zugemacht, war aber wie gesagt nicht bereit, das hier zuzumachen. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt hast du das gut erwischt, mach noch einen Short zu und geh long. Weil ich eben momentan so wenig Zeit habe, durch Börse im Team, durch die Invest und ich habe ja auch noch meinen Schüler und das macht mir nach wie vor am meisten Spaß, habe ich nicht die Zeit. Ich habe den nach unten gespielt, immer nur nach unten und ich nicht nach unten, dann wieder nach oben, nach unten. Da müsste ich den ganzen Tag davor sitzen und das will ich ja nicht. Aber ihr seht hier, das ist also eine absolut perfekte Down-Bewegung. Ja, nochmal A, B, C, B, C, B, C, B. Und dieser Stundenchart zeigt uns auch ganz genau, wo jetzt die nächsten, nennen wir es mal Make-or-Break-Lines sind. Das eine ist hier oben, dieser Punkt. Wenn wir da mit dem Stundenchart drüber gehen, über die 18.237, wäre das positiv und dieser ganze Trend wäre in Frage gestellt. Und unter hier 17.972 ist nach unten wieder offen. Wir sprechen dann von dieser Linie hier und da gehe ich jetzt mal auf den 4-Stunden-Chart. Hier ist er. Ich habe ihn gezogen von dem letzten, Verlaufstief, nennen wir es mal so. Und da ist das hier genau das 38er, also bei 17.000, wo ist denn jetzt eigentlich hier die Zahl? Hier, 17.909. Aber bitte nie genau auf die Zahl gucken, ja, das kann auch 17.895 sein. Ist das das 38er Tracement? Es ist nach wie vor von dieser Bewegung, es ist nichts seit Anfang dieses Jahres, es ist nichts passiert. Das ist das, was ich letztes Mal so geschrieben habe als Ausatmen. Diese 17.900 sind hochinteressant, weil sie sich hier mit diesem ganzen Niveau hier verbinden. Ja, wieder ein Cluster. Die Charttechniker gucken drauf, die Fibo-Leute gucken da drauf. Und von dem Hintergrund ist das schon ein recht wichtiger Wert. Ich habe es jetzt eben, wie gesagt, nicht geschafft, da nochmal short zu gehen. Ich bin überlegen, ich möchte gerne wissen, was er macht bei 18.150 rum.
Das möchte ich mir mal ein bisschen anschauen. Mir war die letzte Bewegung eben mit den zwei Kerzen. Das war mir zu schnell. Aber das ist für mich eigentlich jetzt mal so das, sagen wir mal, der erste wirklich griffige Point auf einer 4-Stunden-Ebene. Ja, 2 Stunden, eine Stunde hatte ich eben gezeigt, waren wir da ein bisschen anders. So, dann haben wir den Tag. Den Tag. Hier habe ich es gezogen. Und hier sieht man das nochmal, diese Linie hier, die verbindet sich sensationell. Ja? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal verbindet sich sensationell eben mit diesem Fibo-Punkt. Also der Markt ist nicht sauber. Was ist heute rausgekommen bei den amerikanischen Zahlen? Letztendlich, der Inflationsrückgang stockt, aber die Jahresteuerung zieht an. Und deswegen ist jetzt die von vielen erwartete Zinssenkung im Juni. Die kommt erstmal nicht. Die erste Folge war, alle möglichen Banken sind sofort wieder gestiegen. Deutsche Bank 52 Wochen hoch, Commerzbank, ING, UniCredito oder auch hier BBVA, ja, Banco Bilbao, Vizcaya Argentario. Die sind auch alle gestiegen. Ja, das ist klar, die verdienen an den Zinsen gut Geld und solange die oben bleiben, ist das gut für die. Das war so mehr oder weniger die erste Reaktion. Und ich sehe schon eine Bewegung hier runter. Und was soll die EZB sagen? Benzinpreise sind auch wieder deutlich teurer. Wir haben im Prinzip das gleiche Szenario. Der Inflationsrückgang wird stocken, aber die Jahresteuerung, eben zum Beispiel durch Benzinpreise, wird erhöht. Ja, also zieht an. Die können überhaupt nicht die Zinsen senken. Also wenn sie das täten. Vor dem Hintergrund könnte ich jetzt schon den Satz sagen, der da morgen in der Pressemitteilung steht: Wir werden die Inflation weiter beobachten, sehen aber momentan keinen Handlungsbedarf. So in etwa wird es formuliert werden. Handlungsbedarf. Ich habe einen Schein getauscht. Und zwar der hier, der war recht nah dran, der obere mit 17.700, ich glaube 50. Den habe ich getauscht, ein bisschen weiter weg. Diese anderen lasse ich alle drinne. Hinten dran steht der Hebel, könnt ihr mal gucken, sind alle von Goldman. Hab das wirklich gut erwischt. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen zurückhalten. Ich möchte gerne wissen, was ist morgen. Vielleicht komme ich am Donnerstagabend bzw. am Freitag nochmal rein, im Sinne von, guck mir dann nochmal den Markt an. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal hier ein bisschen austoben. Aber nochmal, und wenn ich das hier sehe, das nehme ich wahrscheinlich in meine Lehrbücher auf. Das ist ein absolut lehrbuchhafter Downtrend. Sensationell. Das sieht man ganz selten, fast immer die Punkte getroffen. Das ist schon klasse. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.